Servus Freunde, das heutige Thema ist wieder die Milchstraßenfotografie und wie so oft laufe ich mich gerne erstmal warm und dann nutze ich jetzt noch die letzten 5 Minuten hier vom Sonnenuntergang am Starnberger See und mache hier ein schönes Bild von diesem Baumstamm. Der Baumstamm, der lag nicht ganz so perfekt. Der Daniel ist mit dabei, der hat die Gummistiefel dabei gehabt, der hat ihn mal um ein paar Zentimeter verstellt, dass er in Richtung Sonnenuntergang schaut. Und jetzt machen wir hier das Bild, weil jetzt ist eigentlich alles ziemlich geil, so wie es ist. Gehen wir mal rein ins Bild und schauen uns die Location mal kurz an. Was mache ich jetzt hier als erstes? Ich schaue mir die Bildkomposition an und achte darauf, dass ich nicht zu viel Ufer hier drauf habe. Also ich werde das Ufer abschneiden, dass sich mein Blick hier komplett hier auf den Baumstamm richtet und auf den Sonnenuntergang da hinten. Vom Fokus her werde ich jetzt den Fokus auf die Mitte des Baumstammes lenken und wähle jetzt hier auch eine Langzeitbelichtung und das mache ich hier, indem ich einen 1000-fach ND-Filter reinstecke. Mit dem 1000-fach ND-Filter kann ich hier circa auf einer 5er Blende, schaue ich mal, wo ich da rauskomme nach dem Histogramm, so circa 15 Sekunden lang belichten. Je nachdem, ob sich die Sonne jetzt noch mal kurz zeigt oder nicht, muss ich einfach mit der Belichtungszeit ein bisschen variieren. Aber 15 Sekunden, Blende 5, komme ich hier ganz gut aus. Mache hier den Touch-Fokus, fokussiere auf die Mitte des Baumstamms. Die Kamera steht in einer Waage. Ich fotografiere im RAW-Modus, um dann hier noch die Tiefen im Nachhinein in Lightroom hier im Vordergrund anheben zu können. Mache dieses schöne Bild. Heute gibt es sogar ein paar Wölkchen am Himmel. Und das wird doch ein stimmungsvolles, ruhiges Bild. Werden wir hier noch ein paar Minuten warten, um zu sehen, ob sich der Himmel noch leicht rot einfärbt. Wir werden hier noch eine andere Komposition probieren und dann geht es wirklich zur Milchstraßenfotografie weiter. Die Lichtverhältnisse haben sich jetzt in den letzten 5 Minuten sehr verändert. Also es ist dunkler geworden, die Sonne hat sie jetzt nicht mehr gezeigt. Und ich möchte jetzt dennoch eine Langzeitbelichtung anfertigen. Ohne Filter werde ich es vielleicht nur auf 1 Sekunde oder sowas bringen, je nachdem, wie klein ich die Blende schließe. Und der 1000er ND-Filter, den ziehe ich jetzt gerade hier raus, der hilft mir jetzt nach Sonnenuntergang eigentlich gar nicht mehr weiter. Ich würde mich jetzt mal für einen 64-fachen ND-Filter entscheiden. Der wird auch 1.8er genannt. Den schiebe ich jetzt hier auch wieder in meinen Filterhalter hinein. Und probiere dieses Motiv jetzt mal im Hochkantformat aufzunehmen. Jetzt gehe ich mal in die Kameraeinstellungen rein. Jetzt sehe ich hier schon, wenn ich jetzt auf einer 5er Blende bin, dass 15 Sekunden viel zu lang sind. So, vielleicht komme ich auf einer 8er Blende hier bei 2-3 Sekunden raus. Und das sieht doch echt ganz gut aus. Ich bin jetzt auf 4 Sekunden gelandet bei einer 8er Blende. Und jetzt ist vielleicht die Frage, warum habe ich die Kamera jetzt hochkantig aufgebaut? Oh, jetzt kommt die Welle. Hilfe! Jetzt muss ich natürlich abwarten, weil durch die Wellen bewegt sich der Baumstamm und ich will kein verwackeltes Bild haben. Ist wahrscheinlich gerade ein kleines Schiffchen hier durchgefahren. Aber das war es jetzt hier schon mit den kleinen Wellen. Also jetzt nochmal, warum baue ich die Kamera hochkant auf? Ich möchte jetzt einfach mal hier die Steine hier mit aufnehmen im Vordergrund. Diese Kieselsteine finde ich recht hübsch. Ich probiere jetzt auch nochmal an dem Polfilter zu drehen, ob die hier irgendeine Auswirkung haben, obwohl die Sonne schon untergegangen ist. Ich will es einfach sehen und es macht tatsächlich was aus. Wenn ich hier reindrehe, werden die Steine tatsächlich total dunkel und es hilft mir jetzt hier ein richtig gutes Foto zu machen. Jetzt gehe ich wieder zurück auf die Blende 8, weil auf Blende 8 vorhin habe ich einfach nichts vom Vordergrund gesehen, da war eh schwarz. So sieht es cool aus und so machen wir auch dieses Bild. Ich fokussiere hier wieder mit dem Touch-Fokus. Genau auf der Mitte des Baumstamms, Blende 8, 4 Sekunden Belichtungszeit. Und habe ich das zweite Bild hier im Kasten. Und auch diese 4 Sekunden reichen völlig aus, um das Wasser zu glätten, obwohl hier wirklich Bewegung im Wasser ist. Aber ich erhoffe mir einfach durch diese Aktion und durch den Einsatz von Polfilter, dass die Steine hier im Uferbereich schön zur Geltung kommen. Und jetzt, bam,
gibt es nochmal ein hübsches Bild und man sieht tatsächlich bis tief ins Wasser rein, obwohl es hat ja nur 10 cm Tiefe hier an der Stelle. Gut, sehr schön. Jetzt wäre es Zeit für Bier. Keins dabei. Also den Sonnenuntergang, der nicht vorhanden war heute am Starnberger See, den haben wir gut hinter uns gebracht, saßen noch ein bisschen am Ufer und haben uns jetzt aufgemacht hierher nach Münsing aufs Feld, um den Baum Tree of Münsing zu fotografieren. Und eigentlich ist unser Plan ja, die Milchstraße im Hintergrund schön abzulichten, aber die Wettervorhersage ist nicht so gut. Aber es könnte noch aufziehen. Wir wollen jetzt aber die Zeit nutzen, um hier mal mit Licht ein bisschen an den Baum zu spielen. Und der Daniel ist so gut equipped. Der hat zwei LED-Lampen dabei. Eine Stableuchte oder Flächenleuchte und eine kleine LED-Hosentaschenleuchte. Hier ist die eine Lampe positioniert und die auf 3% nur eingestellt, weil das reicht völlig aus, wenn wir 15 Sekunden lang belichten. Und diese große Stableuchte, gehen wir auch mal kurz nach hinten. Und hier ist die andere Lampe, die den Baumstamm von unten bis in die Krone hoch hier anleuchtet. Ich glaube, jetzt klar es gerade auf, obwohl die Milchstraße noch nicht wirklich gut zu sehen ist. Aber ich nehme euch mal mit zur Kamera und zeige euch mal die Bildkomposition. Kommt mal mit. Jetzt zum Thema der Bildkomposition. Ich drücke hier auf meine C4-Taste, da habe ich mir diese helle Überwachung draufgelegt. Zack. Und jetzt könnt ihr sehen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Der Baum steht hier einigermaßen mittig. Den muss ich jetzt hier noch vielleicht minimal nach links nehmen. Der Hügel ist nur leicht angeschnitten, weil hier auf dem Grashügel ist keine Information. Meine Information ist hier der Baum und die Milchstraße, die jetzt hier so langsam von links ins Bild reinwandert und wir dann fast senkrecht über dem Baum nachher stehen, wenn sie auch wirklich gut zu sehen ist. So würde ich das Bild jetzt machen. Ich gehe jetzt auch mal mit 15 Sekunden ins Rennen, weil das meine längste Belichtungszeit ist mit einem 14 mm Objektiv. Hier gehe ich jetzt auch speziell nur auf ISO 400. Ich will die ISO nicht höher reizen, weil es gibt nur Bildrauschen. Ich könnte theoretisch auch auf einer 1,8er Blende fotografieren, aber wenn ich das mache, wird der Baum komplett überbelichtet sein. Dieser Bereich wird dann komplett weiß sein. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Manuellen Fokus. Ich zeige euch mal auch mal ganz kurz, wie ich jetzt hier nochmal den Baum oder den Stern anfokussiere. Absichtlich mache ich jetzt nicht den Baum ins Fokus, sondern hier irgendeinen Stern. Schnappe ich mir mal den hier, gehe ran, gehe noch näher ran. Wenn ich jetzt hier vorne am Fokusring drehe, seht ihr, wie die Sterne blurry werden, verschwimmen, verwischen. Wenn ich wieder zurückdrehe, kriege ich hier meinen kleinen süßen Punkt. Boom. So habe ich jetzt den Fokus gewählt. Jetzt machen wir das Bild. Und dann schauen wir mal. Tatsächlich jetzt in dem Moment haben wir wirklich Glück, dass die Wolken gerade mal nicht zu sehen sind. Nochmal schnell rein. Bildkomposition ist gut. Die Straße ist auch ein bisschen zu sehen. Mei. Schon schön. Also die Herausforderung wird für mich tatsächlich sein, diesen Rucksack da vorne weg zu retuschieren, weil wir die Lampe auf den Rucksack gelegt haben. Ne? Der stört da ein kleines bisschen und hinter dem Baum ist noch alles leicht angestrahlt, aber wir haben vorhin schon versucht, dass wir die Lampe anders hinstellen, damit die einfach weniger den unteren Bereich von dem Baum anstrahlt, aber dann hat man wieder das Problem, dass oben die Baumkrone komplett schwarz ist. Also das wäre nur der halbe Baum schön angestrahlt. Das ist jetzt so die beste Lösung eigentlich gewesen. Und mit dem Bild, ja, kann man schon mal nach Hause gehen. Der Baum ist richtig, richtig schön. Und den kann man auch zu jeder Jahreszeit eigentlich fotografieren. Und aus den verschiedensten Perspektiven. Bei Tag würde ich jetzt nicht so nah an den Baum rangehen, sondern eher 100 Meter weiter, vielleicht sogar noch hinter diese Straße, den Hügel hinauf, um einfach höher Richtung Alpen fotografieren zu können. Also es ist ein Top-Motiv, eignet sich im Frühjahr, Herbst, Winter eigentlich immer. Und heute sind wir aber in der Nacht da. Mal schauen, ob wir in ein paar Minuten noch Glück mit der Milchstraße haben. Das wäre wirklich Bombe, wenn es klappt.
Jetzt fehlt noch ein Hochkantbild, das muss einfach sein, weil die Milchstraße halt auch ziemlich hochkantig daherkommt. Und dafür nehme ich jetzt hier meinen L-Winkel her. Und stelle mir auch hier wieder das Bright Monitoring ein, in der C4-Taste, damit ich den Baum hier schön in Szene setze. Aber eigentlich passt schon fast alles. Ich gehe mit der Kamera nur noch richtig nach oben, schaue, dass ich wirklich in der Waage hier bin, weil ich will daheim so wenig wie möglich nachbearbeiten. Boah, ist das ein Hammerbild. Daniel, bist du noch am Baum? So, jetzt machen wir das Bild nochmal im Hochkantformat, weil die Milchstraße so schön gerade aussieht. Und jetzt bitte das Licht ausmachen. Jetzt haben wir gerade mal 4-5 Sekunden den Baum beleuchtet von hinten und es reicht völlig aus. Das wird ein gutes Bild. Oh, geil. Top-Bild. Dankeschön, Daniel. Nun bin ich an einem weiteren super schönen Fotospot angekommen und zwar stehe ich hier an der Kapelle am Rieksee. Das Besondere hier dabei ist auch, dass die Milchstraße hier von links nach rechts über die Kapelle drüber zieht. Von der Bildkomposition werde ich das Bild jetzt hier im Hochformat machen, weil ich habe vorher schon mal einen Test gemacht mit diesem Bright Monitoring oder hellen Überwachung und sehe, wenn ich die Kamera hier im Querformat aufbaue, fällt mir die Kapelle, die rechts im Bild zu sehen ist, komplett zusammen. Also die ist total schief auf diesen 14 mm. Und so seht ihr auch, es ist gar nicht so einfach, auf 14 mm Landschaftsbilder zu machen. Vor allen Dingen, wenn im Vordergrund etwas sehr, sehr nahe steht. Deswegen mache ich dieses Bild jetzt hier im Hochformat. So gelingt es mir, wenn die Kapelle einigermaßen hier mittig auch steht, dass die nicht zusammenfällt, dass sie gerade daherkommt und dass die Milchstraße auch fast senkrecht links daneben steht. Das könnte auch ein Top-Bild werden. Von den Einstellungen her ist wieder alles genau gleich, wie ich es unten am Tree of Münzing gemacht habe. Ich bin auf 15 Sekunden. Jetzt kann ich hier auch meine 1,8er Blende wählen, weil jetzt an der Hütte nichts überbelichtet ist, sondern die ist eigentlich stockdunkel. Und hier muss ich auch auf ISO 1600 gehen, dass ich hier in meiner Belichtungsanzeige circa bei 0,3 rauskomme. Das wird so hier auch wirklich ein Top-Foto. Fokussiert habe ich wieder auf die Sterne und nicht auf die Hütte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Milchstraße ist hier wirklich mein Hauptmotiv und die Hütte ist das Beiwerk. Und das möchte ich euch vielleicht auch mitgeben, wenn ihr Milchstraßenfotos oder Sternfotos macht, versucht einen schönen Vordergrund irgendwie zu finden, weil der peppt und wertet so ein Bild nochmal unheimlich auf. Wenn ihr einfach nur hoch in den Himmel fotografiert mit Stativ, man sieht die Milchstraße recht schön. Glückwunsch, aber mit Vordergrund, bam, Freunde. Schauen wir mal, ob das Bild was geworden ist. Yes, sieht gut aus. Es sieht gut aus, sehr schön. Jetzt kommt der Daniel wieder ins Spiel, der will jetzt bestimmt noch ein paar LED-Lampen vorne an der Hütte aufbauen. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das wirkt. Wichtig ist nur, wenn man mit so Lichtquellen arbeitet, dass die auf niedrigster Stufe gestellt sind. Oder man müsste die per WLAN oder per Bluetooth nach 4-5 Sekunden ausmachen, weil Lichter überstrahlen meist alles, wenn man 15 Sekunden lang belichtet. Wir testen noch was aus. Der Daniel wird jetzt für eine Sekunde lang mit seiner Stirnlampe die Kapelle anleuchten. Wir wollen jetzt einfach mal den Effekt sehen, wie es ist, wenn die ganz, ganz leicht, also mit 1% angeleuchtet ist und nur eine Sekunde lang. Daniel, bist du soweit? Ja. Ich drücke hier auf den Auslöser und bei dir auch kurz.
Jetzt laufen beide Kameras und er leuchtet und hat jetzt auch versucht, gerade die Wiese nicht allzu sehr anzuleuchten, sondern wirklich nur die Kapelle. Schauen wir mal, ob das was geworden ist. Yes! Er hat die Kapelle wirklich aus dem richtigen Winkel angeleuchtet und wir können ganz happy damit sein. Also jetzt haben wir eben noch ein bisschen getrickst, aber das war es uns jetzt trotzdem wert. War auf jeden Fall ein cooler Versuch. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Gut ist es, wenn man bei so einer Aktion eine Lampe auch verwendet, die nicht so punktuell ist, sondern die eher das Licht streut und die nicht komplett weiß ist. Ja, so eine warmgelbe Lampe ist da eigentlich am besten geeignet, weil das Weiß sticht sich einfach zu sehr mit diesem Bläulichen vom Himmel. Ein weiteres Schmuckstück der Milchstraßenfotografie wartet hier auf uns. Und zwar sind wir hier an einem wunderschönen Steg, hier direkt am Rieksee. Und die Milchstraße ist jetzt hier auch wieder links neben dem Steg zu sehen. Eigentlich wieder perfekt. Und hier gibt es sogar eine Lampe, die den Steg wirklich dezent anleuchtet. Die ist zwar sehr, sehr gelb, die Lampe, fast schon rot ist da das Licht. Aber ich denke, das kriegen wir so ganz gut in den Griff. Jetzt bietet es sich halt hier bei so einem Stegfoto natürlich an, den Steg wieder genau mittig zu fotografieren, mit der Milchstraße links daneben. Oder ich shoote einfach hier von der rechten Seite hochkantig hier ins Bild rein, damit der Steg so richtig schön in die Mitte zuläuft und die Milchstraße sollte sich auch irgendwie mit dem Steg treffen. Das ist so der Plan, das setzen wir jetzt hier so um. Dieser Steg hier ist relativ schmal. Wenn ich die Kamera jetzt hier in Kopfhöhe oder Brusthöhe aufbauen würde, dann würde der Steg auch tatsächlich so einen Zahnstocher in meinen Augen ergeben. Ich möchte ihn aber richtig wuchtig, mächtig aussehen lassen und so ein richtiges Bam-Foto hier raushauen. Deswegen gehe ich mit der Kamera niedriger, als es manche andere vielleicht tun würden. Und lasse den auch wirklich so symmetrisch hier rechts und links nach unten zulaufen. Und so habe ich auch die Möglichkeit, dadurch, dass die Kamera so weit unten ist, noch mehr von der Milchstraße im Breitbild einfach aufzunehmen, im Querformat. Von den Einstellungen bleibt alles wieder gleich. Das ist echt das Schöne an der Nachtfotografie. Ich bin auf 15 Sekunden, Blende 1.8, ISO 1000. Das ist einfach und wunderschön und der Steg liegt auch wirklich gut. Jetzt machen wir mal das Bild. Ich habe vorher noch mal manuell kurz den Fokus gecheckt, aber hat noch gepasst von einem anderen Spot. Das heißt, ich habe wieder auf den Stern fokussiert und nicht hier auf die Lichter am Ufer oder sonst wo, sondern einfach auf den Stern, weil die heute super gut sichtbar sind. Und hier in diesem Live-View-Modus kann man das ganz gut hinkriegen. Und Leute, das Bild ist einfach geil. Kannst nichts sagen. Jetzt werde ich dasselbe Bild nochmal machen, allerdings von der rechten Seite. Und dann bin ich hier durch mit der Nummer. Dann kommt nur noch die Nachbearbeitung. Weißt du Bescheid? Oh, oh, Geisterstunde. Nee, wir haben da schon mindestens um 1:30 oder so, oder? Ja, 1:30. Also Leute, ich bin so richtig warm gelaufen heute Nacht. Dieses Bild habe ich gerade schon gemacht, von der Seite auf den Steg zu im Hochformat. Vorne ohne Laterne drauf. Es ist grandios. So ein cooles Bild ist mir echt noch nie gelungen. Also heute ist ein toller, toller Tag. Ich bin voll on fire, obwohl die Stimme fast weg ist. Oh, ich muss das jetzt gleich nochmal machen. Das ist Wahnsinn. Oh, schaut euch das an. Alter, ist das ein Brett. Auf ISO 1250. Woo! Cooles Bild. Leute, das Brett kommt jetzt wirklich zum Schluss. Wir haben hier einen See gefunden, in den bin ich gerade nackig reingelaufen, um zu einem Seerosenfeld zu kommen. Habe mich in die Seerosenfeld bis zur Brust reingestellt mit dem Stativ und habe die Milchstraße über diesem Seerosenfeld fotografieren können. Den Anblick von der Aktion erspare ich euch, weil ich habe jetzt nicht so den athletischen Körper, aber das Bild zeige ich euch jetzt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Milchstraßenfotos in Lightroom bearbeitet habe, schaut euch jetzt noch das Ende des Videos an.
Ich verwende meine eigenen Lightroom-Vorlagen, die ihr auch kaufen könnt, um genau solche Bilder entwickeln zu können. Wenn euch die taugen, könnt ihr die auch gerne bei mir kaufen im Shop. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gern Like für diese Aktion heute Nacht. Und dann freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen auf meinem Kanal. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.